Guten Tag und willkommen zurück zu Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Wie im letzten Part gesagt, werden wir jetzt erstmal den Laden besuchen. Wir schauen uns erstmal an, wie das hier aussieht. Anscheinend kommt man einfach nur hier in so ein Fenster rein. Das ist schade. Ich habe gehofft, dass man da nochmal so eine, vielleicht so eine kleine Gegend hat, wo man rumlaufen kann. Oder dass man halt so den Ort vernünftig angezeigt bekommt, wo der Laden ist. Das wäre halt cool gewesen. Aber ja gut, dann gibt es halt hier nur so ein Fenster. Schade. Also ich weiß erstmal nicht, was man hier damit großartig machen kann. Aber wenn die Zeit gekommen ist, werde ich hier wahrscheinlich vernünftig verkaufen und kaufen und hast du nicht gesehen. Also verlassen wir den Laden tatsächlich erstmal wieder und gehen dann hier in eine Kampfnebenmission. So. Ich weiß gar nicht. Machen wir die alle zuerst? Ich denke, wir werden für diesen Part erstmal das Gebiet clearen. Und dann schauen wir weiter. Aber nicht vergessen, Rezept ausrüsten. Das habe ich nämlich beim letzten Mal vergessen. Und ich denke, ich werde das hier nehmen. Erlittener Schaden wird um 5% reduziert. Und dann können wir los. Ich denke nämlich, beim letzten Mal war ich so easy down, weil ich da nichts ausgerüstet habe. Und ich denke, daran lag es auch, dass ich einfach nichts zu fressen dabei hatte. Aber mal schauen, wie das dieses Mal ist. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass es generell eine schwerere Mission war. Ich weiß es nicht. Hyrule-Mission. Erfülle Hyrule-Mission auf der Karte von Hyrule, um die Angriffsstärke deiner Verbündeten zu verbessern und die Anzahl ihrer Herzen zu maximieren. Ja, bin ich ja gerade dabei. Angriffe auf der Luft. Ja, gut, das wissen wir ja. Haben wir ja auch schon öfters benutzt. Gestohlenes Land. Okay. Also das wird hier jetzt tatsächlich nur so ein Hackslash oder was? Wo wir uns einfach durchkämpfen müssen. Wo wir einfach die Horden von Gegnern bezwingen müssen. Ja, mal schauen. Alles klar, okay. Ich dachte, ich hätte es wieder ein bisschen verlernt. Dieses... Hallo, Link? Dieses Kämpfen hier, aber nein. Die Kombinationen sind tatsächlich noch relativ drin. Und das hier ist immer noch meine Lieblingsattacke. Daran wird sich, glaube ich, auch nicht so schnell was ändern. Aber generell sollten wir lieber aufpassen, dass wir da nicht reinlaufen und damit einfach die Gegner wegböllern. So ist das nämlich auch gewollt. Anders ist einfach nur dumm, da reinzulaufen. Ach, wir haben sogar nur eine gewisse Zeit. Oh, das sehe ich ja jetzt erst, ich Vollidiot. So, zack. 100 besiegt. Aber wir müssen nicht alle, ne? Ich schätze mal, wir werden nicht alle machen müssen. Deswegen werde ich hier auch eher durchspeeden. Und auch sehr oft diese Dash-Attacke hier benutzen. Die halt sehr effektiv gegen diese ganzen Viecher hier ist, weil die halt alle in einer Reihe stehen. Und ich denke, jetzt ist auch mal die Zeit gekommen, um hier die Spezialattacke zu zünden, weil hier waren doch sehr viele Gegner. Ich hoffe,
da kommt nicht noch irgendein richtig krasser Boss, weil dann bin ich natürlich gearscht, ist klar. Link, kannst du 1, 2 und dann, ja, dankeschön. Er wollte es halt gerade nicht machen. Und da muss ich aufpassen. Da muss ich aufpassen. Alles klar. Ich stand ein bisschen drin, aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm. Ja, die Mission scheint relativ klein zu sein. Ich meine, wir sind zwar auch... wir sind hier fast durch. So mit dem Dingen. Aber das ist eine gelungene Abwechslung auf jeden Fall, würde ich sagen. Ah, und den Berg runter kann man das dann länger machen. Das ist auf jeden Fall cool. Sollten wir uns merken. Für später. Und... mich beschleicht gerade das Gefühl, dass ich tatsächlich doch alle Gegner entfernen muss. Wobei, kommen die hier... Na, wobei. Ah doch, die kommen hier immer hin. Okay. Deswegen sind hier so viele Gegner. Oder? Nein, nein, nein. Nein, man muss unmöglich alle machen. Weil da drüben stehen, glaube ich, noch welche. Ja, und wir haben ja... Ja gut, es sind auf jeden Fall mehr, als man benötigt. Alles klar. Damit wäre diese Nebenmission abgeschlossen. Finde ich sehr cool. Anscheinend auch eine gute Möglichkeit, um Rubine farmen zu können. Oder um sich einfach mal so einen Bonus, so eine Bonuswaffe abzuholen. Und tatsächlich kriegen wir auch was für Zelda. 12 Damage. Ich weiß jetzt nicht, ob das mehr ist oder weniger als das Gerät, was wir schon haben. Muss man dann nachschauen. Ich denke, bei der nächsten Hauptmission werden wir es dann spätestens sehen. Und eine Cutscene, deswegen. Oder? Ach nein. Ach, Übergang zu World Map, ganz normal. Ich dachte, es kommt wieder ein Cutscene. Hat mich gerade ein bisschen überrascht, weil es wird da ehrlich gesagt auch keinen Sinn machen, weil es war immer nur eine Nebenmission. Du willst mir was zeigen? Hylia Schmiedegilde. Deine Waffen werden wie neu sein, dank der modernsten Techniken aus ganz Hyrule. Ja, da werden wir später auch noch vorbeischauen. Aber ich denke, wir lassen das erstmal, weil... ja, das ist generell schon leicht genug hier. Und was? Der macht einfach mal 4 Damage mehr als die letzte Waffe, die wir bekommen haben. Obwohl die Mission so leicht war. Na, alles klar. Ah, okay. Ja, gut. Dann weiß ich jetzt auch, wofür wir hier die Dinger benutzen können. Die wir kriegen. Hier die, die Zutaten. Und warum man die kaufen kann und so weiter. Mich würde aber dann noch interessieren, ob man... Ja gut, wir nehmen mal plus 5% Schaden. Ob man sich Essen mit ins Level nehmen kann. Das würde mich mal interessieren. Ach, ich glaube, man kann auch Link auswechseln. Das werden wir gleich mal machen. Wenn es möglich ist, können wir vielleicht sogar mal mit Darok spielen. Drücke B, um deine Position schnell zu ändern und um Angriffen auszuweichen. Ja, das kenne ich. Befehle. Kenne ich auch schon. Einfrieren. Angriffe, bei denen Eis verwendet wird, können Gegner, die sich im Wasser befinden, einfrieren. Sollten wir uns auch merken? Ich meine, das haben wir sogar schon mal gemacht. Aber wie ich im letzten oder vorletzten Part festgestellt habe, man muss sehr aktiv diese Fähigkeiten benutzen. Und da können wir auch schon direkt in die Schlacht abkühlen und einfrieren. Ach so, alles klar, das wird tatsächlich jetzt auch... Ach nee, R. Okay.
Ah, okay. Ah, alles klar. Ja, okay, das ist cool. Das ist cool. Also es geht in dieser Mission quasi nur darum... Ach, was mache ich denn? Ich drücke Ausweichen anstatt X. Also Spezialattacke. Dumm. Ich finde es cool, dass die Missionen auch so Themes haben. Und dass es auch so für, naja, Tutorial-Zwecke halt dient. Zumindest noch in der ersten Karte. Ich weiß nicht, wie es später sein wird. Kann auch sein, dass es später viel schwerer wird, wie es auch in den Hauptmissionen wurde. Aber ich denke, das hier wird immer nur so eine kleine Challenge sein und nicht so heftig wie die Hauptmission. Bei weitem nicht. Also gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Und ich konnte gerade nicht schlagen aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht warum. Ja, du fielst. Hallo, Link! Was macht er denn? Ich weiß nicht, woran das liegt gerade. Aber ich konnte einfach gerade nicht schlagen. So, das war's. Immer noch nicht. Ach, da oben ist eine Leiste. Idiot. Okay, komm mal ins Wasser hier. So lang mache ich deine Viecher hier platt. Und dann können wir ihn KO'en. Nice. Ja, aber falls das hier ein bisschen komisch aussieht die ganze Zeit, ich drück halt... Also oft, wenn ich angreifen drücke, greift er einfach nicht an. Das ist gerade noch ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich wieder an den Controllern. Aber... Na gut. Ja gut, das lag jetzt nicht an Controllern. Ich habe den Knopf zum Zentrieren gesucht. Also alles gut. Und das habe ich sogar ganz gut gemacht. Link, du sollst angreifen. Er wehrt nicht ab. Ich... Also... Keine Ahnung, wahrscheinlich muss ich mal neue Controller bestellen. Aber so geht das echt nicht weiter. Ja, okay. Jetzt sind wir hinter ihm und können ihm ein paar Critical Hits mitgeben. Ja, ich weiß, wir könnten hier das Cry-Modul verwenden. Habe ich aber gerade versäumt. Können wir hier auch? Nein. Aber es ist dennoch... ziemlich effektiv, weil wir dadurch leichter an seinen Kopf rankommen. Das war's schon? Ja, gut. Okay. Dann sind das halt echt nur so... nur so Mini-Missionen. Plus 2% Schaden nach 100 besiegten Gegnern. Alles klar. Wird zum Umrühren und Ausschenken von Suppe verwendet. Das harte Holz macht sie aber auch zu einer von Hyrules Ehemännern gefürchteten Waffe. Alles klar. Aus irgendeinem Grund lieben Moblins diese dilettantisch gefertigten Keulen aus hartem Holz. Angriffsreichweite. 4%. Ja, aber ich denke, Schaden in der Luft, das ist... ziemlich gut, weil ich kann mich noch dran erinnern, mit Zelda waren die Gegner ständig in der Luft. Oder muss Zelda dafür in der Luft sein? Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, wir bleiben beim Schwert und nehmen nicht die Keule für Link. Bei Zelda muss ich mal schauen. Aber das auch dann zu gegebener Zeit. Ja, jetzt muss ich mal schauen. Habe ich hier genug? Nö. Aber Moment. Sensor einstellen? Wie? Ein Restaurant, bla bla bla.
Wird mir angezeigt, wo ich das kaufen kann, oder wie? Okay, so orangenen Spitzen und die lilanen... Ja, okay, da kann ich es nicht kaufen. Ich würde gerne mal hier drüben nachschauen. Okay. Das habe ich noch nicht freigeschaltet. Hier wird das auch nicht verkauft. Ja, gut. Ich denke, dann werden wir hier auch erstmal das weitermachen. Und wir können den Charakter tatsächlich wechseln. Und wir wechseln zu Daruk. Auch wenn das heißt, dass die Mission schwieriger wird. Ich denke, das ist vollkommen in Ordnung für diese Mission. Charakteraktion. Drücke X, um Objekte wie Lavasäulen und Sprungplattformen erscheinen zu lassen. Habe ich das? Die Macht erschaffener Lava entfesseln. Ach so, okay. Ich habe ihn anscheinend bei dem einen Fight falsch benutzt. Man muss erst den starken Angriff machen und dann kann man die Spezialattacke ausführen. Alles klar. Und ich denke, wir werden keinen Buff mitnehmen und gehen einfach direkt los. Weil das Ding ist halt, je öfter wir diese Rezepte benutzen, desto mehr Ressourcen verwenden wir auch. Und ich meine, ich habe eben Ressourcen verwendet, die ich für eine Nebenmission gebraucht hätte. Also lassen wir es erstmal und setzen das dann nur ein, wenn wir uns sicher sind, dass wir das auch benötigen werden. Ja, okay. Heilmittel. Wissen wir. Okay. Und er rollt hier einfach durch. Ich finde es schade, dass er das... dass er die... Viecher nicht... einfach umrollen kann. Und dass die dann sterben. 1, 2, 3 und dann alles klar. Okay. Wie benutze ich das? Okay, erschaffene Lava. Ach, Moment. Ah, okay. Ja. Man muss mehrmals X drücken. Alles klar. Geht das auch so? Nein. 1, 2, 3 und dann... Okay. Ja, alles klar. Ich denke, wir werden hinterher mehr freischalten. Aber gerade können wir das noch nicht wirklich benutzen, seine Spezialattacke. Man kann halt dreimal drücken. Oder zweimal? Ich bin mir gerade nicht sicher. Zweimal. Man kann zweimal drücken und dann kann man seine Spezialattacke einsetzen. Alles klar. Okay. Woher kommt denn die Lava? Also die... Woher kommen die Steine? Von den Bomben. Ach so.
Okay. Okay, alles klar. Wir können anscheinend auch einfach da drin stehen. Uns macht das nichts. Das ist cool. Dadurch wird Daruk tatsächlich auch wieder so ein bisschen nützlicher, weil ich dachte ja letztens, irgendwie ist er ziemlich schnell down, obwohl er ja eigentlich der tankigste ist, der tankigste sein soll. Aber man muss echt in Gegner rein. Und dann hier die Spezialattacke ausnutzen. Und auch seine Reichweite, ist klar. Ja, komm. Aber diese Pyromagus-Viecher, die sind extrem nervig. Der Spezialangriff. Na, ich bin richtig scheiße gegen die. Aber das war's schon. Okay. Ja, eine schöne kleine Mission, um Daruk besser kennenlernen zu können. Und ich hoffe, wir werden ihn dann beim nächsten Mal auch besser spielen können. Stein aus einer anderen Welt. Ein mysteriöser Stein von einem Schlachtfeld aus einer anderen Welt. Es gibt möglicherweise irgendwo einen Nutzen dafür. Alles klar. Ja gut. Dann bin ich mal gespannt, wofür wir das gebrauchen werden. Ja, okay. Wollte gerade fragen, kann ich das auch überspringen? Und ja, kann ich. Und es hat sich tatsächlich auch eine neue Mission freigeschalten. Wir können ja halt echt nichts machen, ne? Ja gut. Ich würde sagen, das war ein witziger kleiner Part. Sorry dafür, dass es etwas kürzer geworden ist. Vor allem, weil ich halt in den letzten Tagen sehr unregelmäßig lande ab. Loaden konnte. Es hat private Gründe, über die ich jetzt hier nicht näher sprechen möchte. Also nehmt es einfach bitte so hin und ich danke euch dennoch fürs Zusehen und hoffe auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann und ciao.